Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier bei den Gefährten und ich wollte gerade jemanden auffordern, mir Arbeit zu geben, aber ich habe da inzwischen ein paar Infos bekommen. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass wir dort die Sprache, also Reden, leveln können ohne Ende im Market, aber das ist nicht wahr. Reden mit R wie Rifton mit R, also das ist in Rifton. Das heißt, wir reisen jetzt mal nach Rifton und schauen uns einmal an, wie das funktioniert, wie wir das überprüfen. Dann war noch eine Falschmeldung beim Showdown mit den Draug in dem letzten Kampf, wo ich behauptet habe, dass die Draug keine Seele haben. Anscheinend stimmt das nicht und ich habe das auch gleich. Der schreit immer wieder. Der hat eine Ausdauer. Ja, das trifft sich nämlich gut, dass das nicht stimmt mit dem Draug, weil wir, ich habe eine Zuschrift bekommen, Weißlauf noch nicht ganz durchsucht. Wir müssen da nochmal rein. Das haben wir noch gar nicht durchsucht. Und anscheinend gibt es da einen Quest mit dem Draug. Aber zuerst müssen wir nach Rifton. Und mein Problem ist, ja, ganz einfach. Hoppala, sorry Leute, noch einmal. Und Excel-Karte. Rifton ist hier irgendwo. Ganz weit weg. Ja, und da sind wir noch nicht hin, da kommen wir mit Schnellreise nicht hin. Wir werden das gleich wieder entfernen. Und wir marschieren da jetzt zu unserem Kutscher. Ja? Der müsste uns ja dorthin bringen können für ein kleines Entgelt. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Leveln der Sprachkunst, Redekunst. Weil das wäre schon wichtig beim Kaufen, Verkaufen und Handeln und Überreden und so weiter und so fort. Wir müssen dort dann in die Schwarzdornbrauerei. Ja, und mit einem Angestellten reden. Der hat dann auf irgendeine Frage immer wieder die gleiche Antwort und das geht dann recht schnell, weil wir können den dann überreden und das bringt uns einiges. Ich mache noch hier die Sequenz mit dem Kutscher, damit wir sehen, wie das funktioniert. Da sind überall Blumen und so, die müssen wir dann pflücken. Ich nehme da gleich mal mit, Bergblumen sind wichtig. So, soll ich euch mitnehmen? Björlam. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ja, ich möchte die Kutsche mieten. Na komm. Wohin soll's gehen? Dämmerstein, Bibapo, Rifton für 20 Goldstücke, das machen Klettert wir doch. Klettert ja? Wieder hinein, dann sind wir weg. Dann klettern wir doch, ja? Und? Hinten rauf? Wenn ihr noch nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr... Schwarzdornbrauerei, genau das hat er mir ja gesagt. Und unser Feendal ist dann nicht mit eingestiegen, habt ihr das gesehen? Irgendwie kommt mir das suspekt vor. Dann können wir wahrscheinlich ewig warten, bis der wieder zu uns stößt. Der geht halt so gern zu Fuß. Stelle von Rifton. Okay. Kann man da rein? Ne? Ah, da ist er ja schon. Ja. Hallo. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Wofür ist diese Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Wenn ihr hinein wollt, müsst ihr kooperieren. Da ist was im Busch, Leute. Streckt ihn nieder! Was ist denn jetzt los? Vernichtet den Drachen! Ein Drache! Haha! Ja, und schon. Und was ist das für einer? Wo ist denn der? Ihr habt bemerkt, wenn wir die
Waffen wegstecken, regeneriert sich nämlich die Magie viel schneller. Ah, der ist noch immer in der Luft. Oh oh. Ja, ist ja klar. Ein Blutdrache war das, Leute. Oh oh. Okay. Nochmal draufgehauen. Und nochmal Fuß geschrieben. Fuß! Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Refton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Ja, jetzt ist aber schon gut, ha? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Leute, das ist jetzt wirklich echt blöd, eh? Der steht da hinten und in so einem Moment, das kann ja nicht sein. Papa, ja, das ist eindeutige Erbrechung, aber ich bezahle gerne 233, ihr seid offensichtlich ein Dieb, Okay. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, so ein Bug. Lasst mich das Tor öffnen, dann dürft ihr in die Stadt. Ja, ist schon gut. Ist er denn wirklich tot? Na, so ein Blödsinn. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ja, wo kam der her? Ist er denn wirklich tot? Wir nehmen mal mit, was wir mitnehmen können, ja? Drachenknochen, Drachschuppen, Gold, Stahlpfeile und das auch noch. Perfekt, passt schon. Jetzt ist er zwar tot, aber... Wo kam er eigentlich her? Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Wo ist denn der? Ja, haben wir. Natürlich haben wir das. Wir sind ja auch nicht schlecht. Reden wir mit dir? Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Wir reden also mit dir gut. Nicht. Oh, also gut. Wir gehen da einfach mal rein. Wir wollten ja da ein Tipps und Tricks machen, ja. Aber anscheinend kommt uns da immer was dazwischen. So ein blöder Drache. Ja? Und dann der Bug mit dem Gestauder da. In so einem Moment. Wir nehmen eine Seele eines Drachen auf und der blöde Wachmann, der quatscht uns dazwischen. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Refton nach Ärger? Lass mich in Ruhe. Ich bin auf der Durchreise. Ich will mit euch gar nicht reden. Nein, nein. Könnt so tun, als würdet ihr mich nicht hören. Ja, ich höre dich auch nicht. So, wir suchen jetzt die Schwarzdornbrauerei. Das weiß ich. Was ist das? Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden wird? Bienenstich. Wir lassen uns da auf kein Gespräch ein. Bienenstich ist das nicht. Da ist eine Schmiede auch. Ja. Schwarzdornbrauerei. Okay. Wir sind hier, um die Sprache zu leveln, Leute. Und nicht, um einen Quest zu machen. Diese blöden Drachen. So. Willkommen.
Erlaubt mir, euch den Schwarzdornmehl zu empfehlen. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsrand. Okay, das machen wir dann auch gleich, aber zuerst... Wir servieren hier nur das Beste. Schwarzdornmehl zum Beispiel. Hättet ihr gern welchen? Erzählt mir etwas über Marvin Schwarzdorn, genau. Es ist eine absolute Freude, für Sie zu arbeiten. Ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, mich von ihr bezahlen zu lassen. Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen in der Brauerei gesagt, wie glücklich wir uns schätzen können, für eine so wohltätige Familie zu arbeiten. Dann geht's aber jetzt los. Na los, redet euch die Wahrheit von der Seele, überreden, ne? Also hört zu. Wenn mich irgendjemand dabei erwischt, wie ich irgendetwas Schlechtes über die Brauerei oder die Familie sage, bin ich ein toter Mann. Ich bin schon die vierte Person, die im laufenden Jahr an der Verkostungstheke arbeitet. Die letzten drei liegen am Boden des Honrichsees. Hört auf meinen Rat und verschwindet aus Rifton, so schnell ihr nur irgend könnt. Und das machen wir jetzt ein paar Mal, nochmal? Es ist eine absolute... Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen... Also hört zu, wenn mich irgendjemand dabei erwischt... Ich bin schon die... Hört auf meinen Rat und verschwindet aus... Es ist eine ab... Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen... Also hört zu, ich bin schon die... Hört auf meinen Rat und verschwindet aus... Es ist eine... Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen... Also hört zu, wenn ja, mich irgendjemand ja dabei erwischt, wie ich irgendetwas Schlechtes über die Brauerei oder die Familie sage, bin ich ein toter Mann. Ich bin schon die vierte Person, also, die im laufenden Jahr an der Verkostungstheke arbeitet. Die letzten drei liegen am Boden des Honrichsees. Also die Schwarzdorn-Familie ist eigentlich, glaube ich, nicht so cool. Da liegt was, das können wir noch lesen. Lesen, Achtung Arbeiter und... Notiz an alle Angestellten. Lady Schwarzdorn hat angeordnet, alle Angestellten nach meinem Ermessen willkürlich zu durchsuchen. In letzter Zeit werden zahlreiche Metfässer vermisst und das werde ich nicht länger dulden. Jeder Angestellte, der mit dem Eigentum von Lady Schwarzdorn erwischt wird, wird unverzüglich an das Gefängnis von Rifton überstellt. Wenn ihr Einwände gegen diese Bekanntmachung vorzubringen habt, steht es euch frei, euch dauerhaft aus der Brauerei zurückzuziehen. Indarin. Okay, aber wie soll einer ein Metfass verstecken? Also da liegt einiges in Argen. Aber das mit dem Leveln der Redekunst, wir schauen da, Fertigkeiten und da sind wir, Beschwörung, Illusion, Redekunst 43. Ja, das könnten wir doch machen. Ist ja nicht verboten, ist ja auch nicht gecheatet, glaube ich. Und dann mache ich das gerade mal. Also Leute, ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen und ich habe meine Falschaussage revidiert, aber dafür dann auch gleich dieses Tipps und Tricks Video hochgeladen. Und ja, reden ist wichtig, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao, wir sehen uns das nächste Mal wieder in Weißlauf, wenn wir da dieses eine Haus noch einmal unter die Lupe nehmen oder das erste Mal unter die Lupe nehmen. Okay, schönen Abend. Euer Toso.